Lol. Oh oh, what happened? Ich glaube, Mikas Dings hat mich einfach gebumst. Ich weiß nicht, was das Problem war. Aber es scheint alles wieder Gucci zu sein. Probiert man. Ha, okay. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, danke, Mann. Ja, passt schon so. Okay. A lot of this isn't going to make sense to you. Jetzt ist mal serious. Was davor war nur Joke. I'm just gonna start at the beginning with the house. I train every day, boys. Ihr wisst das. Ich kann auch tatsächlich hier mal die Grafik ein bisschen Okay. Okay, sprinten geht immer noch nicht. Von Patrick wahrscheinlich der einzige Host mit tatsächlich ein bisschen mit Value für mich. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Okay. Rechnung von vor 7 Jahren mit dringend öffne mich. I hadn't been back since my brother. Oh, das hab ich ja erstmal gar nicht gesehen. Digga, ohne Witz, ne? Das Ding ist halt auch, mein PC ist ja jetzt wie lange alt, keine Ahnung, 5 Jahre oder sowas. Der hat sich sein gerade erst zusammengestellt. Und ich muss mein selber zahlen, also. War ich finanziell ein bisschen eingeschränkt. Nicht sicher, was da bei den anderen Leuten los ist. Was bei den anderen Leuten da los ist, aber. Okay, no trespassing. This property is protected by video surveillance. Trespassers will be prosecuted. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Ach so, wir sind jetzt, ja, wir gehen trotzdem links weiter, logischerweise. Wo sind wir jetzt mal? Ich glaube, wir gehen einfach mal hier lang. Kann ich da lang? Hier ist ein Weg. Bratan. Nice, nicht out of borders. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. So, diesmal klappt aber auch alles, ne? Cam groß genug. Audio ist okay. Ja, das passt schon, wa? Ansonsten ein bisschen kann ich natürlich noch hier ein bisschen upgraden. Achso, der Weg wäre derselbe gewesen wahrscheinlich.
house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Genauso wie in meinen Träumen. Milton Finch. Nochmal durch den Garten. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Okay. Milton Finch, okay. Also Milton Finch ist missing gegangen. Okay. Alles Milton Finches. Also Kai, jetzt nochmal für dich oder beziehungsweise von dir. Weißt du, ob sich jetzt hier irgendwas auswirkt, wie ich reagiere, beziehungsweise ob ich Sachen verkacken kann? Oder ist es halt einfach nur... Now, as a 17-year-old, drive-by game. I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Okay, natürlich das erste, was man macht. Ja, ich geh einfach mal rein. Denke ich zumindest, ja, okay, ist klar. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Okay. Also vielleicht irgendwie Garage oder sowas? Oder eine Sache stört mich noch ganz. Ja. Okay. Garage auch nicht. Ah, okay. Lol, ein Eingang für Patrick. Ist er wirklich da durch? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, okay, Edith, das bin ich ja, glaube ich, ne? Edith bin ich. Milton, Louis, Dawn und Eddie. Eddie. I felt like I was home. Okay, warum ist das leer? Voll die sicke Bude. Sieht ein bisschen aus wie bei Peer zu Hause. But instead of a family, there were just memories of one. There were just memories of one. Okay. Okay, das Kochbuch und das gleich mal. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. No. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon, except our cat, Molly. Was ist denn hier noch an? Die Farbe oder was? Die Lüftungsanlage. Gehen wir zu. Hat's gerade bei mir geklopft? The table was still a wreck from the night we left. Als wir gegangen waren. Ach so. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture.
Okay. My mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. Ah, Edie. Das ist mal unsere Oma. Das da ist sie. Haben wir einen Stammbaum von den Leuten, die wir schon getroffen haben hier? Nice, Odin. Odin und Edi. Sven. Rip Kai. Louis Wilton. Ah, okay, alles klar. Das sind wir. Der Rest ist ja echt alles dead. Nur wir leben noch. Aber wir sind die Jüngste. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Die Frage ist, wieso haben die so viele Bücher? Hier ist alles voll mit Büchern. Dawn Finch, Living Even Room. The fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Jump scare. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Hier ist die Küche, ne? Hier waren wir schon. Ah, ja. Kai, was hältst du eigentlich von Life is Strange 2? Das Ding ist, das kostet im Pre-Order, kostet das direkt mal 40 Euro. Nice Donation, nein, 40 Euro. Meinst du, es ist worth? Also ich hätte halt echt, also ich habe sowieso mega Bock und wenn die erste Episode rauskommt, werde ich mir sie auf jeden Fall holen und noch daddeln. Also da führt echt gar kein Weg dran vorbei. Aber ich finde das halt krass, ein Pre-Order-Pack. I don't know. Ich habe halt noch ein bisschen Angst, dass sie verkacken, ne? ganz kurz jetzt mehr. Ich war, ja, das Ding ist halt, wenn ich ja, ich schaffe das glaube ich nie wieder. Wie zum Beispiel bei Life is Strange 1, wo ich erst 3 Jahre später oder sowas davon überhaupt gehört habe. Ne? Oder wie bei Ori oder wie bei jetzt auch hier What Remains of Edith Finch, dass ich da halt wieder schaffe, so unspoilert zu sein, weil ich diesmal auch echt mega neugierig bin, weil ich ja weiß, dass das ein Spiel ist, worauf ich mega Bock habe. Aber ich weiß halt nicht genau, wie smarty smart das halt ist, weißt du? Na, muss ich mal schauen. Das Ding ist halt so, wenn es halt, glaube ich, also was mich halt abfuckt ist, dass die Episoden, wenn die rauskommen, alle 3 Monate wieder eine Episode habe, wo ich halt alle 3 Monate 2 Stunden Spaß dran habe. Und das geht halt über, was ich, 5 Episoden, also irgendwie dann knapp ein Jahr, sag ich mal. Ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen schade. Vor allen Dingen haben die auch bei Steam halt schon schlechte Review dazu geschrieben, weil das halt dieses komische System benutzt. So, dass du halt bei Steam immer online sein musst, was jetzt prinzipiell nicht so schlimm ist. Und dass die, wenn dieses Security-Ding, also dadurch, dass du halt immer online bist oder sowas, generiert sich irgendwie so ein Code, das heißt, du kannst nur mit diesem Code spielen, der sich halt immer wieder selbst weiter generiert. Das frisst wohl einerseits Leistung, andererseits ist es wohl auch so, dass wenn dieser Service von dem Code irgendwann mal down gehen wird, sollte oder wird, dass dann die Spieler alle unplayable sind, die halt da drauf waren. Was jetzt bei Story Games nicht so dramatisch ist, aber es waren halt auch bei, es gab auch irgendwie so einen mega Trash-Hype, weil, also so ein mega Shitstorm, weil, was war das denn? Irgendwelche, ich hab vergessen, da waren so 1, 2 Namen, die eigentlich relativ groß waren, die halt nicht mehr, die jetzt nicht mehr spielbar sind, einfach nur weil dieses Kooperationssystem da verschissen hat.
Deswegen haben die halt direkt so gesagt, yo, boykottiert das, bla bla bla, kauft das nicht, was soll ich jetzt machen, Digga, ich Bock auf das Game. Eigentlich ist mir scheißegal, ich hole mir das sowieso. Okay, so, jetzt mal hier, jetzt mal wieder ein bisschen, okay. Oh, chilliger Chair. Das ist übel wack. Mich fuckt das auch mega ab, dass allein, weißt du, weil das Ding ist halt so, dass dieser Service pleite geht, das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mehr eine Frage, ob es pleite geht, sondern die Frage ist halt, wann das halt pleite geht, ne? Oder nicht pleite, aber halt einfach nur, ja, du weißt schon, halt den Service einfach aufgibt, einfach so, yo, rentiert sich nicht mehr, wir cutten das Ding runter. So, und dann sind die Games halt unplayable. Und die machen das auch nur, weil die jetzt, weil die Games dadurch auch uncrackable sind. Dadurch, dass du halt online sein musst und dieser Code sich halt immer selber generiert und ich glaube immer so eine dauerhafte Abfrage ist von diesem Code, wollen die halt vorbeugen, diese, naja, Videospielpiraterie, dass die Games gecrackt werden. Wobei andere Seiten auch wieder sagen, dass Statistiken zeigen, bla bla, dass Videopiraterie sich absolut nicht darauf auswirkt. So. Also, keine Ahnung, scheißegal. Okay, auf geht's. Aber mega, trotzdem eigentlich ein interessantes Thema, darüber nachzudenken, aber jetzt nicht Thema. Das ist ein Thema für meinen Podcast, den ich auch noch machen werde. Donation Goal von 100 Euro übrigens. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Meine Mutter war nicht wirklich optimistisch, aber sie hörte nie auf zu glauben, dass mein Bruder Milton immer noch am Leben war. Ach so! Ja, 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 weil Milton Finch missing gegangen ist. If you have information about Milton, call the blah blah blah, I'm productive. Date missing, October 23rd, 2003. Blah blah. Last seen. Orcas Island, Washington. H 4-6. Die ist so groß, er ist so groß wie Patrick. Race Mixed Indian White. Okay. So nice forehead. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Was war denn in der turbulenten letzten Nacht? Hä? Also der Sohn ist missing gegangen. Oh. Digga, diese Bücher, ne? Was mache ich mit diesem Security-Raum hier? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Ist eine Bibliothek begraben. Okay. Gib mir einen Schlüssel dafür? Nee. Ich weiß nicht, das Game. After Milton disappeared, ich habe so Angst bei dem Game vor Jumpscares, ne? Auch wenn ich eigentlich gar keine kommen sollen. Aber then Edie retaliated and drilled peepholes. Wurde Glücklicher. Okay. Das Ding ist einfach nur, ich hasse Jumpscares, wenn man nicht damit rechnet. Also. Screw, screw. Aber, wenn die halt da sind, wo man halt nicht mit gerechnet hat, weißt du? Also wenn ich ein Horror-Game spiele, dann rechne ich damit, dass irgendwo Jumpscares kommen. Ich will ganz gerne so um die Ecke pieken haben. LOL! Hier ist Pears auch in dem Game. Nashorn-Käfer. LOL. Okay, kommen keine. Ja, okay, gut, dann ist gut. LOL. Und da ist Kai. Das Ding ist, man darf nicht so lange auf Kinderbilder starren, sonst hast du aber das FBI vor der Tür. Alles schon vorgekommen. Kann ich überall reingucken? Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Hm. Ich bin 1999 geboren. Warum soll ich denn wissen, wie... Warum soll ich denn wissen, wie sie drauf war? Okay, es ist
einzige Zimmer, das hier offen ist. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Die ganze Fam hat mir hier mal gewohnt. Okay, nice. Ich wollte nur wissen, ob da. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Dass sie es nicht versiegelt hat. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ooh. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Also, wo meine Mom so viel große Angst hatte. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Mollys Zimmer? Nee, wessen Zimmer ist das? Just like I had no idea where all this was gonna lead. Jetzt erst ein Safe Point. Können wir keine Crashes erlauben hier. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's durable had a tiny bedroom with its own. Danke für den Host. Lol. Wieso? Sieht so aus, als wenn ich schwitze? Alles gut, Digga. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Hinter ein Gemälde getreten. Das Einzige, was mich an diesem Game verwirrt, ist. Ich schwitze nicht, wirklich nicht. Oh, hab ich. Naja. Alles gut. Bei dir, Patrick? Oh, Kai, please. Ich erwarte es jetzt, ich erschrecke mich nicht mehr, Kai. Ah, hier ist ein Roomplan. Eddie und Sven. Sven ist wahrscheinlich mein Opa. Und Eddie ist ja meine Oma. Nee, ich glaube, jetzt langsam demnächst passiert irgendwas mal. December 13th, 1947. Dear Diary. I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Johannes, du spielst gerne Spiele, wo du Protagonist weiblich ist, oder wie bei Life is Strange. Möchtest du uns etwas erzählen? Nö, eigentlich nicht. Ja, was soll ich machen, Digga? Life is Strange war halt weibliche Protagonisten. Ich kann jetzt da auch schlecht Mail draus machen. Aber sie war lesbisch. Also, nein, nicht sie, aber bei Before the Storm. Ja, oder auch nicht. Ja, keine Ahnung, das war sowieso ein bisschen weird. Diese Side Story. Aber von Life is Strange der nächste. Wird ja mit dem Typen. Außerdem habe ich hier Captain. Also entweder ich spiele eine Frau oder ich spiele ein Kind. Wie bei Captain Awesome's Adventure.
Ja, es kommt jetzt am Ende des nächsten, also am Ende diesen Monats oder am ersten Ende nächsten Monats raus. Bisschen shit, aber keine Ahnung, eine Episode wird wieder so 8 Euro kosten oder sowas. Pre-Order habe ich schon gesagt, 40 Euro, aber ist halt ja unrealistisch, ne? Okay, also. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Lol. Okay, es. So, das Klo, alles klar. Das Fischstück kann ich jetzt auch essen? Achso. Ich dachte schon daran. I thought about eating Christopher, but I held back. Also keine Angst, wenn ihr denkt. Natürlich, check die Story, ganz klar. Kleine Liebste, wenn ich mit der Hoffnung, ja, wahrscheinlich. Ich bin sowieso in letzter Zeit ein bisschen gereizt im Hals, I don't know why. Also jetzt extrem. Und ich war ja gestern vorgestern auch laufen. Vielleicht meldet sich da irgendwas. Okay. Und übrigens, wenn ihr denkt, ihr seht nichts, ich sehe absolut gar nichts dann, wenn ihr nichts seht. Ja, auch noch diese LED-Lichtlampe jetzt hier. I ate a lot of things that night. Das sind nicht Vogelbeeren. Ich habe als Kind immer gehört, die sind giftig, aber im Endeffekt machen die das nicht, haben die einfach nicht so psychedelische Stoffe. I kept eating and eating. Hä? Hör doch auf! Warum denn? Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Nein. And suddenly, eh? I was a cat. Oh, Monka S. Doch hier. Was raschelt da unten? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Das Mirror's Edge? Bin ich im falschen Game? Komm ich da hin? Boah. Get wrecked! Fuck, Digga. Komm ich da hoch? Mom and Dad didn't even look at me. Bro, du bist auch eine Katze. Wo ist der Vogel jetzt? Digga, Schüchlan. Yo, Alter. Kann ich die Kinder essen? Gedrackt? Wird doch stehen. I jumped and I almost got her. Get wrecked. I could tell she was getting really tired. Hä?
Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Mama bird? How though? I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. Run. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ach so. Ah, okay. Kein Bock auf Essen. Ja, ich sehe. Rabbits. Nimm das, Digga. Ja, voll gemein, aber. His face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Bigger? Wie es runtergewirkt hat. Haha. A mama rabbit. Mama rabbit? Okay, get wrecked. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Ja, sind die witzig oder was? Hab ich irgendwas nicht verstanden? Ah, so. Wie das Emote von wie das GIF von. I rolled off the cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. Jetzt habe ich noch mehr Hunger. Jetzt sind wir in meinem Element. Der Hai, das bin ich. Mark war der Hase, den ich gesnackt habe. Die Katze, die Eule und der Hai. Das ist mein Traum. Da. Komm ich irgendwie runter? Ach so, okay. Steuere ich ein bisschen weird. Kai! Kai, komm her! Juicy seals. Wo ist er hin? Der Steuer. Okay. Ach so. Oh, ich bin auch mega stupid, Digga. Alles klar. Sorry, Kai. I tore off her flipper and it tasted really good. Really good. Speed boost. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Das bin ich aber nicht. Wie bei Menschen. Was zum Fick, Digga? Voll gespuckt. I was big and I moved real quiet. Yeah, real quiet next level, Digga. Oh. Ah! Hab ich jetzt einfach gesnackt? Okay.
Panik, dass ich genauso erschrocken bin. I wanted to stop, but also I didn't. Das Ding hier weg, ja. After the last passenger, I was still hungry. Was ist denn mit across the water, I smelled something new. Something I had to have. So I swam. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Das ist der Heizkörper, das wäre eine Kabinentoilette. I got closer and closer. All my stomach started growling. And suddenly, that was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Wo ist die Katze, Digga? Monkey ist. Katze! This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Die Katze hieß auch Molly, okay. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Die ganzen Bücher machen mich so kirre, ne? Schlimmer wäre noch, wenn überall diese Scheiße. We got along and it was a good place to hide from my mom. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Hm. Chilliger Typ. Kevin und Sam? Das waren Zwillinge wahrscheinlich, ne? Gus, Dawn, Gregory, Louis, Milton und Edith. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Oh.
Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife, Ingeborg, and their newborn son, Johan. Das ist ein Scheißname. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Komm ich wieder raus. Achso. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Hm. Okay, was ist das? Kannst du mir das mal erklären? Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Weißt du fort? Weißt du fort, Mark? Sogar eine neue, die kann eh oft jünger sein als meine Mutter. Okay. Ich habe bis jetzt Mollys und Odins Story gesehen und Ingeborg. Ach so, okay, ja, keine Ahnung, okay, ich dachte, das wäre für Antibabypille so, weißt du, mäßig. Heute Morgen. Aber es kann natürlich auch so eine ganz normale Dosierung sein, hast du natürlich recht. Hast du natürlich auch recht, Kai, toll. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Edie ist meine Oma, oder? Wieso nennt sie die denn Edie und nicht Grandma oder so? Eltern, Großeltern, Sam und Walter? Hm. Nee, ich glaube Walter und Edie. Achso, ja. Stupid Johannes. Oder? Ja. Nee, das ergibt gar keinen Sinn. Ah, Edie und Sven. Haben dann die hier alle gemacht. Dann Walter hat nichts gemacht. Kai und Gregory. Mhm. Nein, Kai und Gus haben Gregory sich gegönnt. Dawn und Sanjay. Achso, ja. Haben dann die drei. Ja, okay. Also komme ich dahinter. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Hm. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. Mole My man. Mom was furious. Ich will auch nichts verpassen. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. So, ich glaube, nichts mehr verpasst. Bei dem Pinguin konnte ich ja nichts machen. Sven und Eddie, alles klar. Ach nein, Sven und Edie, das ist Oma und Opa, ne? Edie und Sven, ja, get you. So ähnlich sah Patricks Badezimmer auch aus. Der hat auch so einen Fusselteppich.
Wo ist denn Patricks Haus schlappen? Nur ein blauer, aber. Na, Patrick! Ich schwör's dir, dein Zimmer. Patricks Puschen. Patricks Atemmaschine. Patricks Antibabypillen. Wir haben's alles, der. Und natürlich Patricks Hutsammlung. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Seine erste Frau? It was a pretty big trace. Oh, seine erste Frau Kay. Okay, Monka ist. Wieso sind die also mit Schaumstoff? Mit so Puhschaum zugemacht? I don't get it. Aber ich kann auch noch reingucken, oder nicht? Hallo? Too small. Was lag da im Müll? Lol, Patrick. Ist ohne Spaß, Digga. Absolut, absolut dein Badezimmer. Lol. Putzt du dich damit Bleiche, Patrick? Kontrolle verloren, der Bursche. There's a secret in this bathroom by Sven und Eddie Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Patrick, ich meine doch letztens, gestern, ich will die Croft-Männer haben, ne? Ich will das Haus haben, Digga. Kevin Finch. Kevin Finch. Kevin, okay, ist klar. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Refurbished? Strong Sculpt. Ach so, das ist die Dunkelkammer, Bruder. Murder Probe Clues Exhausted. Couple turns land into native haven. Milton. Der Milton hat auch überall getaggt, der Bursche, ne? I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Sind die alle hier als Kinder gestorben? Aber haben die alle. Sie erzählt halt immer über ihre Großeltern und so ein Shit. Und das sind immer die Kinderzimmer. Aber wie haben die dann Kinder bekommen? Ins Buch. Oh.
Ja, ich sehe, du hast recht. Der ist 11 geworden. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Schwung holen. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Er stürbe. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dino's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Als wäre er das nie ganz rumschaffen. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Wenn der Wind nicht da gewesen wäre. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ah, sperrte Edie die Hälfte von Calvins Zimmer mit einem Seil ab. Alles klar. Das ist Calvin. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Okay, Sam ist 33 geworden und ist noch zum Bund gegangen. Ich glaube, ich muss da lang. Aber ich hole mal ganz fix was zu trinken, Digga, sonst sterbe ich hier gleich. Ich habe euch benommen. By the way, Boys. Ich bin ein Solo-Streamer, ne? Also, beste Leben, Digga. Dieser Sirup-Shit. Digga, das ist so nice. Digga, und schmeckt auch einfach nur fucking sexy, ohne Witz. Kleine Mixtur hier. Sam wurde auch nur 33, viel ist Batman. Ja, Mann. Chill mal, Digga. Jetzt mal so ein bisschen Monka S.
Okay, so. Der, die hatten aber auch Gänge, ne? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Safe point? Ich kann jetzt hier wieder rein, aber ich will in Barbaras Zimmer. Barbara ist... Okay. Wie alt ist sie geworden? 26? Nein, 16. 16, ja. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara Finn? Lol. Now showing. My friend Bigfoot. Okay. Mika und Anna! Lol. Okay. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ich habe nur nachgedacht, wie schwer es für sie danach gewesen sein muss. Ach so. Ja, gucken wir uns gleich an. Birthday Barbara. Nice vom Movie Star zur Küchenhilfe. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. Has been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan. Nine. Current boyfriend, Rick, Nine. Was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding... and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec.
20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Komm, Mika, ich muss dafür irgendwo einen Zehner herbekommen. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Warum so, wie kann er denn unten sein, wenn der Schlüssel immer noch da ist? Bruh. Halt's Maul. Ja, ist wie mir, das schon eher. Oh, bitte nicht. Diese Mucke dazu, ne? Richtig schöne Filmmucke. Lol? Scratch and imagine the worst. Kennt ihr das Spiel, ein altes Spiel, ist das 13, heißt das, glaube ich, oder so? Hat auch so eine Grafik. Mega nice. Egal. Die Frage ist trotzdem, wie ist Rick da reingekommen ohne Schlüssel? Aber gut. Lol, halt's Maul, Digga, welches schon sehe. Infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Und us? Ach so. Ja, okay, Kai. Diese Logik, Digga. Ich kann mich nicht umdrehen. Just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late, late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Danke, Patrick. Hä? Och. Outfit. Ah ja. Wally? Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand.
residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. I returned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Gotta be another way out of here. Warum klopft er denn, Idiot? That night, she played her part beautifully. Böse, Digga! Ja. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ah! He heard was. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh, dear. Oh, yeah. Surprise! Bravo! You must be sitting there. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her. Real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Mm-hmm. Edie's father, Odin, built the original house. Ja, dann würde ich sagen, ab in den Keller, ne? Da kann ich sehen, ist da einfach noch ein Blutfleck auch zufällig drin gewesen?
Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Okay, Sven, wer war Sven jetzt gleich noch? Sam, Edie ist meine Oma. Ach, die hat 4 Söhne. Sam ist doch der nächste Sohn, der dann Kai geheiratet. Gregory, Gus, Dawn. Hä, Sven? Hä? Ach so. Hm. Der Magga von Edie. Ah, ja, ja. Hier hat er seinen Finger verloren. Rip Finger. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Ist so, Diana. Ich hab unnormal Hunger gerade schon wieder, ne? Was tut das trinken? Ess oder iss? Spaß, Mann. Ja, mach ich mir auch gleich. Mach ich nachher, wenn ich hier durch bin. Bei uns im Lager damals, ne? Da hatte auch jemand mal so ein Poster von so einer Landschaft bei sich an die Arbeitsfläche hinten rangehangen und er musste das abnehmen. Ich weiß nicht warum. Was da los war. Okay, Entschuldigung. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. If you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stop. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Weiß nicht, Digga. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Ich krieg schon Herz Attack. Walter. Walter ist
der Sohn von Odin und Ingeborg. Walter und Sam. Sam hat dann Idni. Achso, doch, Caitlin und Sam sind ja Zwillinge gewesen. Und ist Walter noch der Bruder? Also Sohn, also... Mein Papa? Nee. Mein Opa? Nee. Das ergibt alles keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Achso, nein, ich will auch nicht gehen. Nicht vorbei. Ich bin Batman. Hallo. Ach so. It's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. Mm. And Molly. Mm. And Calvin. Mm. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Attack? I'd be happy with one more day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. I'm sure my mom was trying to protect me. Oh, I'm sneezing. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Mülleimer und Toilette. Nice guy. To bury something that's still alive. Nächstes Mal meldest du dich wieder ab, okay? Digga, ich weiß ja nicht, wann du weg bist. Aber ein bisschen was ist schon passiert, Digga. Du hast gerade. Der letzte Walter ist auf jeden Fall sick gestorben. Es war auf jeden Fall sad life, mad life. Und das kannst du dir ja nachher nochmal im VOD nochmal angucken. Or maybe two. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse
we made it real. Ah, Walter ist hier gestorben. Nein, ich will nicht spoilern. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel überhaupt schon? Also, ansonsten guckst du dir mal nochmal an. Lol. Trash-Zug. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Wenn alles mit mir sterben würde. But why though? Da, Rip Walter. Wie viele fehlen es noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Guck dir das gerne gleich an. But I thought you should know about your family. Das fing mit Molly an, ja, weil sie so unglaublich hungrig war. And the history you're a part of. Die Geschichte auch deine ist. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Schnell mal hier links gehen. Hier ist irgendwo Kevin aufgeklatscht. Da, glaube ich, ist er hingeflogen, oder? Look at the house. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Mika, trash only. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Vorberechtigung. Ich weiß nicht, Digga. Ganz ehrlich, mit den ganzen Geheimgängen und so weiter, sieht schon relativ sick aus. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn die Insel gekauft haben, ich glaube, ich bin ja auf einer Insel. Wenn die Insel gekauft haben, kannst du bauen, was du willst, oder? The pet cemetery may be more uncomfortable than the other one. Three of the gerbils were mine, and two had been my fault. Mm. Derpy Junior, Derpy, Burpy, Chirpy, Furpy, Lurpy und Zerpy. Alles klar. Zoe, Coco, Tucker, Charlie, die Katze, Daisy und Lucy, der Hund. Oder auch Hund. Yo, alles klar. Bob, Oliver, Schatzi. Okay. Shadow,
und Christopher. Ah, ja, okay, alles klar. Ein paar davon haben wir jetzt ja schon gesehen. Und Bailey. Und der Frosch. Wer ist der? Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Ooh. Elf, zehn. Sven und Edie. Ich finde das auch mega gut als Familienanwesen. Vor allen Dingen ist es halt auch krass, weil die wirken alle so close einfach nur. Ich hör vor, weißt du, rein theoretisch, ne? Wenn jetzt nicht alle gestorben wären, die quasi die nächste Generation hier aufgewachsen wäre, würden die irgendwie hier runterlaufen, würden mal so fragen, hey, was ist eigentlich Molly Finch für eine gewesen? Und dann setzt sich Oma hin mit dem kleinen Bub und sagt so, ja, hör mal zu. Und dann erzählt er eine Story. Aber nicht die mit dem Katzen und... I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on. But for Edie, the past never went away. Ach so, ja. Kranke Details. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Ach, Patrick, das ist mit dem alten Haus passiert. Ich würde da hinschwimmen wollen, aber ich kann hier nirgends out of border gehen. Ich kann nicht mehr springen. Ist echt so. Aber der gute Körper. Edie's side was always easier for me to understand. Es macht's gut, es macht's gut, es macht's gut, es macht, macht's gut. Omega lol, 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 Hals, Maul, Omega lol. Ich hab das gerade schon in den Dings gesehen. Nice, man. Okay. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. So text. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Warum? Looking back on it now. Ah, ich schwöre, das war der Baum. If she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ich wäre 22 Wochen schon. Und schwanger? 22 Wochen? Durch 4 sind
5,5 Wochen. Nein, 5,5 Monate. Ist mir gleich aufgefallen. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Intense. Sam. Okay, gucken wir uns gleich an. Lass mal kurz das Zimmer angucken. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. No, ah, okay, I see. Was ist ein Katana? Lol, fancy. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Ah! Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Please just take the damn picture. Ah, okay. Smile, Dawn. Did you want to get a picture of me or what? Okay. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Das ist Kunst, weil das versteht ihr nicht. Take a picture of you. I definitely won't be moving. Hey! That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time.
eyes, Don. Scoop. Wonderful. Before you take the shot, let me get a picture of you. Der Bratte, wo denn? Dad, I... Let me get behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. Great shot, Don! Proud of you, Don. Always remember that, okay? Dad, it's twitching. I think that's it's totally so normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Ay, ay, ay. It's totally normal. Kai Finch. Kai. Patrick mit V, mit 3L, IE und SZ. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Haben sich meine Mom und Edie sehr nahe. Sie hatten beide sehr viel verloren. Gregory. Lol. Die haben mir das auf die Brust tätowiert. Oha. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Ja, gestern ist sie gefriese, Digga. Schüchlern. Ein Gedicht für Gas. Ja, schauen wir uns erstmal Gregory an. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Something funny was happening, but only he could see it. Oh. I think he saw things the rest of us don't. Watch hand over, Greg.
Gregory, it's time to... Hold on, sweetie. Oh, nein. Hello? Sam, I told you I don't want to talk right now. Sorry? I want to ask. Yeah, wow. What his world is like. He reminded me so Riri, much ha, scheiße Name. LOL! Lost in his imagination. Whatever it was he saw. Oh nein. Oh, ich dachte schon, dass das Wasser da war. Ah, den Wal brauche ich. Yes, ich got him. I know how silly it sounds. Is this Sean? Oh no. But I worried about a baby being too happy. Wird jetzt ernsthaft ertrinken an den Blubbelblasen? Danke, Mama. Mika, das ist ein Junge und es ist ein Baby. Maybe if I hadn't caught that night. Oder meinst du mich? Dann muss Donation Goal erreicht werden. Dann zeig ich dir ganz genau, was für ein Schlitz ich dir dann zeige, Digga. Hi. Hat jeder definitiv LSD geschmissen? Ich will dich in Farbe sehen, du Arschloch. Soll ich wieder in Farbe machen? Ich bin immer noch. Ich kann mal. Das ist kein Problem. Das ist alles gar kein Problem, Boys. Ich dachte, schwarz-weiß ist vielleicht chilliger. Oh no. Monka S. Nicht, dass ich hier mein... Hallo? Seid ihr noch da? Amika, ich stelle lieber nichts rum. Oder? Doch, doch, alles gut. Hat sich nur kurz ein bisschen gehakt. Toll, get wrecked, kid. Get wrecked, son. Meine Friends kommen wieder. Ja, ja, ja. Wer ist hier noch? Seid ihr bereit für den ultimativen Jump? Woo! Thank you.
everything. But I know what happened wasn't your fault. Please, Platon. Sam. Ein Jahr. Da, er, Digga. Komm ich her? Gregory. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us, kid. Okay. At least not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Oh. Jetzt reime Verse. Get wrecked. Father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom, were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Amy so gleich von dannen sind. Time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus come declined here. And as a sign held up his middle finger. Lol. Savage. Oh. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Hello, Gus. Geh auch mal rein, es regnet, Bruder. Ah. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found it's warm here, Digga. She never hä? Talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Yeah, you
freeze his lid, Bruder. No joke. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Sanjay und Dawn. Was geht zu weit? Das liegt mal. Spaß, Mann. Bin ich falsch gelaufen? Inzwischen, ich sterbe hier gleich. Was ist mit der, hä? Sollte ich jetzt hier wieder runterrutschen? Okay. Emergency Evacuation Plan. You are here. Ich bin ein bisschen lost, Boys. Mal, bis jetzt wurde ich eigentlich mal relativ gut an die Hand genommen, aber ich gehe nochmal kurz hoch. Aber ich dachte, es war relativ eindeutig, dass ich da runterrutschen muss. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. So Louis is mein Bruder. Okay. When my dad died, I don't think mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to, my father, okay. To have her back.
Meine Mom ist der Dawn. Ah, And to see kids in the house again. Meins. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. Homeschool? Ja. Digga, diese Bude, ne? No joke, man, die hatten alles. But it didn't last. Lol, sie hat ein Buch geschrieben. Beginning of the end was Milton's 10th birthday. When Edie gave him a castle. What the fuck? After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Ach, Milton war der immer getaggt hat überall. Dann gehen wir mal schnell rum, ne? Tür gemalt. Ich verstehe immer nicht, warum alles zugemacht wurde. Milton Finch in The Magic Paintbrush. I was 4 when Milton disappeared. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Vielleicht mal hinter der Tür nachgeschaut. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. I
Dawn und Edie. I'm definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ja, Dosenfabrik. Okay. Diese Mechanics, ja. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Lol. Marihuana. Das Bild ist trippy, aber nice, man. Er hat das Leben gelebt, man. Wo ist denn sein Fernseher? Oh, oh. Digga. Wonderland Turbo. Ist das nicht die G19? Lol, und eine Crackpfeife. Ne, oder? Das soll eine Crackpfeife sein wahrscheinlich. Digga, voll das gute Gear. Guck mal, alles Logitech hier. Der, das ist auch ein kleines Logitech. Das hätte er nicht auch mal. Das ist Logitech. That's it safe. Ja, jetzt sehe ich auch den Bauch, dass ich schwanger bin, schoss an, ne? Nein. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... wander. I saw. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Anstrengend, ne?
But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Yes, we got. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. No. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her electric sitar.
His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Oh, please, He knew the world was all in his imagination. Yo, okay, Bruder. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Began to forget the world we know. Oh. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Erstmal ohne Spaß, ne? Kai, ich weiß ja nicht, wie bei dir in der Ausbildung war oder ist. Ja, musst du gehen, manchmal bin ich während der Ausbildung, wenn ich solche echt stumpfen Aufgaben zu tun hatte, da bin ich auch mal so outgezoned, dass ich einfach mal sage, okay, so, klingst dich mal aus, machst deine ganze, deine Routinearbeit, die du halt hast, machst du halt, aber denkst halt an was anderes. Also, beziehungsweise, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sowas ähnlich, also auch solche Sachen hat, aber. Also Daydreaming, da bin ich auch immer richtig gut dabei. Also da bin ich echt. Also Imagination-mäßig. Das ist ja auch einfach nur die logische Konsequenz daraus, Digga. Wer macht denn irgendwelche Sachen? Solche Aufgaben, Digga. Wir machen solche Aufgaben mit vollem Bewusstsein, sag ich mal, ne? Dann denke ich mir auch so, Digga, wer macht das sein ganzes Leben lang? Naja, er offensichtlich. Im wahrsten Sinne des Wortes sein ganzes Leben lang. Rappe. Ich mach jetzt hier den King oder was? I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Thank you.
including the wise Calico who'd insisted on advising him. I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Edie fehlt noch, ne? Und Mom. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Du meinst mal, wa? But it had to end one way or another. Ja, was all ein that's Zimmer. Left now is to tell you about that last night. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edie, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best
if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ooh. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Das ist echt so, Patrick. Ich bin echt mega gespannt, was jetzt da am Start ist. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up. She was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. Last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. Appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it.
I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Nein. Ist es die Geburt, oder was? Und sie stirbt bei der Geburt? Halt's Maul, Digga. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Danke, Johann. ja, aber ich sag, muss ich zugeben, checken tue ich es nicht so richtig. Also, keine Ahnung, ob ich jetzt einfach an einigen Stellen nicht gut genug aufgefasst habe. Aber ich glaube, ich muss mir danach noch mal kurz mal anschauen, ob es da irgendwie noch so eine Interpretation dafür oder sowas gab. Jo, was geht's, Sascha? Ja, Digga. Puh. Sascha, hast du das schon mal gespielt? Wenn nicht, kann ich es dir ans Herz legen. Aber es ist ein bisschen weird. Remains of Edith Finch. Eigentlich musst du da gar nicht viel, also gar nicht großartig viel machen bei dem Spiel. Außer halt größtenteils den Weg da abzulaufen und halt ein bisschen interagieren. Aber es erzählt halt so eine Geschichte. Und die ist eigentlich ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du vom Ende mitbekommen hast. Es ist eigentlich auch gar nicht so relevant. Weil das Ende ist, glaube ich, gar nicht so. Also. Das Ende ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Ja, perfekt, Digga, dann gönn dir. Ist halt für ein Spiel, das, glaube ich, jetzt, ich habe es jetzt 2,5 Stunden auf der Uhr, knapp. Übel nice gemacht, logischerweise. Kostet halt auf Steam noch ein 20, glaube ich. Ich habe es halt im Sale für 10er, glaube ich, geholt. Weil ich dachte mir, 20 für so ein kurzes Spiel ist halt auch ein bisschen viel. Aber ja. Ist schon worth.
Die Option Geschichte wiederholen, Geschichte jetzt wähle Edith. Wähle Edith, um von Anfang an zu spielen. Nee, Geschichte wiederholen will ich gar nicht. Ja, mach mal. Ist auf jeden Fall ein gutes Game. Also ohne Frage. Digga, das Ding brezelt mir auch einfach in die Birne, ne? Oh. Ja. Also das ist jetzt auch kein Spoiler oder sowas. Aber die Geschichte. Ja. Ach so! Ah, okay. Das sind Geschichten, die zusammenhängen. Auf jeden Fall unnormal nice gemacht, das Game, ja. Der wäre jetzt mir aber auch echt warm, oder? Leute, warte mal. Ich dachte, draußen macht die Polizei eine Durchsage oder sowas. Das war nur der Busfahrer. Danke für die da waren. Nächstes Game, das ich spielen werde, oder streamen werde, weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich wird es dann auf Life is Strange 2 hinauslaufen. Ich habe nur 2 von 9 Errungenschaften. Ja, warum? Ah. Oh. Ja, oh Gott, Digga. Nee, das war halt so eine, das hörte sich halt an wie zum Beispiel so eine, weißt du, als wenn irgendjemand durch so ein Megafon redet oder sowas. Ich dachte halt hier, ich habe ja hier Gardinen zu, ich dachte hier, vielleicht ist hier Blaulichtabsperrung und so ein Terrorist wird jetzt hochgenommen oder sowas. Aber da war es halt nur der Busfahrer, der dem etwas dickeren Mann da eben gerade gesagt hat, dass er doch auf die andere Straßenseite gehen soll. Oxenfree? Was ist das? Hat es mir glaube ich schon mal gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal ausgecheckt habe. Da zwacken, Digga. Venom Sale. Ah! Hey, Dad, sorry I missed you. I was actually gonna call to see if I could come over. Ich erinnere mich, dass du mir erstmal. Auch nicht sicher, ob ich den Stil so feiere, Digga.
Wie lange Playtime hatten das, weißt du das? Ist immer so, wenn das so ein Spiel ist mit irgendwie, keine Ahnung, mit so 5-6 Stunden, dann finde ich das voll in Ordnung. Aber wenn das jetzt so ein 20-Stunden-Game ist. Sehr positiv. Nicht im Futter. Play multiple endings und shit. Nice, Digga, 12 Cent. Ja, und bei 4 Stunden, das geht ja voll klar. Ja, weil könnte man halt echt sagen, dass man. Was ist das? Desolate. Oh, ausgeglichen. Ich bin auch so eine Rating-Hure, ne? Ich habe auch keinen Bock dafür und auch nicht das Geld und nicht die Zeit dafür, mal irgendwelche Games auszutesten. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch hier, was ich noch spielen muss oder spielen will? Amnesia? Nein. Achso, warte mal. Amnesia, nein. Captain Spirit habe ich gespielt. Nice. Battleblock habe ich mit Marvin durchgespielt. Battlepaths, keine Ahnung. Battle Ride. Hm. Bennett Bloodfardy. Hm, kommen wir nicht zu. Borderlands 2, ja, muss ich beide noch durchspielen. Borderlands 2, ich habe immer keinen Bock mehr. Ja, Hotline Miami hast du mir auch schon mal vorgeschlagen, aber da habe ich auch noch nichts angeguckt. Brothers muss ich noch spielen eigentlich. Das soll eigentlich auch noch nice sein. Cuphead, bestes Game. Habe ich aber nicht gestreamt. Oder vielleicht mal ein bisschen, aber nicht viel. Darkness 2 soll eigentlich auch ganz geil sein. Hm. Don't Stop. Hm. Dragon Ball Xenoverse. Hm. Shit. Escapist 2 finde ich halt auch nice. Eigentlich. Aber die anderen wollen das nicht mitspielen. Fable habe ich angefangen, aber nie zu Ende gespielt. Fahrenheit, Ehrenspiel. The First Tree, auch, ey, guck mal. Oh, lol, Mama aus der Krüx hat das. Hm. First Tree ist halt, das habe ich, glaube ich, Marvin auch mal empfohlen. Das ist halt auch ein relativ kurzes Game. Also diesmal 2 Stunden Playtime. Und auch so nice gemacht. Und jetzt inzwischen, ich habe es halt, glaube ich, geholt, als es genau rausgekommen ist. Sogar am Erscheinungstag, glaube ich. Mega gute Story. Also, wenn du es nicht selber spielen willst oder spielen kannst, das ist auch gar nicht teuer, glaube ich. Ich glaube, das ist. Was mag das kosten? Ein Fünfer vielleicht? Ja, 8 Euro. Are you awake? It was just a dream. No, it's okay. Tell me what happened. I saw a fox looking for her missing cubs. Along the way, the land told my story. Ja, auch richtig, richtig Game, richtig für die Feelings, man. Before her, and it led to something ancient, something with answers. So she ran. Damals war es ein bisschen buggy, aber es wurde halt alles hochgepatcht. Die FPS-Anzahl ist jetzt natürlich von meinem Rechner geschuldet, ne? Ja, das ist auch mega, mega nice. Hollow Knight, auch nice. Aber ist so ein Todspiel, also. Night Shift? Keine Ahnung. Late Shift, leider schon zu viel gespielt, aber es wäre auch nochmal ein gutes Spiel gewesen. Lego, Life is Strange, Before the Storm. Limbo habe ich auch noch nicht gespielt. Limbo kann ich tatsächlich auch noch spielen, ich weiß gar nicht, wie lange Playtime das hat. Aber es ist halt auch eigentlich so ein, das kann ich irgendwie installieren. Das ist eigentlich auch der 98 MB, Digga. Joker's Cap macht auch Spaß, ja.
Ich erinnere mich noch, die mag, wie viel Spaß Joker's Cape gemacht hat, als die Mütze gekommen ist und sie nicht einmal geschüttelt hat. Hat auch Spaß gemacht, oder? Achso, mache ich vielleicht nicht jetzt. Hör mal auf jetzt. Lass mal gut sein, Bratter. Luna Sky, weiß ich nicht. Ja, Limbo ist halt, soll ganz gut sein, ne? Auch so 4 Stunden oder sowas, auf jeden Fall nicht viel. Ja, perfekt. 10er Mr. Green. Ich habe keinen 10er. Naja, ich hab Bock auf Mr. Green. Vor allem nicht auf Mr. Green Stream. Ich werde eh nur gescammt. Ich weiß gar nicht, Mr. Green. Achso, ich kann Mr. Green ja wieder einzahlen inzwischen, weil ich jetzt ja meine Telefonnummer wieder hatte. Vorher musste ich ja auf Tipico einzahlen, der erstmal so Scam. Also. Mal eingezahlt. Hab mal eingezahlt. Metro 2033, Metro Last Light, hat mir Patrick nochmal ans Herz gelegt, dass ich das auch nochmal mir angucken soll. Mirror's Edge, Monaco ist eigentlich auch ein richtig cooles Game. Ori, brauche ich nicht drüber reden. LOL Omega Uzu. Portal 2, hat Patrick nicht gespielt. So, Mr. Green, 10er nur, Spiel Uzu, brauchst du nur noch 6 Poli, sonst sind auch irgendwelche Telltale Games auch nice. Ja, ich habe aber schon, also mich interessieren die meisten Genres davon nicht. Außer, vielleicht noch Batman, wäre vielleicht nochmal ganz cool. Aber ansonsten müsste ich noch Walking Dead zu Ende spielen, das Neue holen. I don't know. Rise, Son of Rome hat mir Ehrenfeisern damals mal geschenkt. Saints Row 4, mega gut. Sanctum 2. Digga, Stardew Valley, auch richtig nice. Wolf Among Us habe ich hier. Wollte ich auch nochmal. Spielzeit eine Minute. Das wollte ich halt auch nochmal daddeln. Aber irgendwie komme ich halt nie dazu. Ich bin ja froh, dass ich die wenigstens schon mal bei mir in der Liste drin habe, ne? Ja, guck mal, dann habe ich jetzt hier noch theoretisch die Games, die ich daddeln kann, wenn ich nicht arbeite oder für die nächsten Klausuren lernen muss. Jetzt die nächste Zeit. Dann habe ich ja noch Limbo zum Spielen. Wolf Among Us. Und halt noch gegebenenfalls noch ein, zwei andere. Ja, Wolf Among Us habe ich gehört, soll richtig nice sein. Ich habe auch gehört, da soll jetzt ein zweiter Teil für rauskommen. Noch so ein Spiel, was ich mir dann wahrscheinlich holen werden tun muss. Jo, alles klar, Friese. Jo. Wie lange? Guck mal hier. Wo ist? Jetzt. Monka S. How long to beat Wolf Among Us? Lol, nur 2 Stunden. Ah nein. Oh. Ach, das ist auch in Episoden. Ei. Also Singleplayer Main Story ungefähr 8,5 Stunden average. Also, nee, also alle Playstation. Ja, 9 Stunden Playtime. Ist natürlich auch nochmal eine Ecke, ne? Ich kann gleich noch eine Uzu spielen. Keine Ahnung, ob das mit Facecam? Typische Telltale-Länge. Ja, ich kann mal. Eine Runde Uzu gleich spielen. Da muss ich aber. Ja, ich weiß, also das typische Telltale ist, aber ich hätte lieber Bock auf ein paar knackige, kurzweilige Games. Weil ich finde Telltale auch manchmal ein bisschen sehr zerrend. Ich kann ja gerne mal eine Runde Uzu ausprobieren.
Kai, ab hier ist halt der qualitative Streamer nicht mehr vorbei. Circles. Wir sind noch ein bisschen noch in der Runde. So. Oh. Ich hoffe, das laggt nicht, dann mache ich das nicht das Problem. Ja, das habe ich ja letztens ja versucht zu dabbeln hier ran. Was ist? Mit Facecam, Alter, hau rein. Achso, für euch muss ich ja nochmal. Mika, reicht dir das, wenn ich die rechte Anzeige anhab? Dass du meine Kombo sehen kannst? Dass ich nicht alles anmachen muss? Ich lass es erstmal so. Den Bauleuchter, der mir ins Gesicht dings. Frames, also das heißt, ich finde wieder so einen kleinen Delay. Egal, ich spiele einfach mal ein bisschen. Okay. Okay, FC, please. Hau rein, Kai. Mach's gut. Danke, dass du da warst. Mika, gönn mir mal kurz eine Pause von, dass ich mir kurz was zu trinken holen kann und auf Klo gehen kann. Dann, okay? Dann bin ich direkt bei dir. Das Spiel kostet eine Runde Uso. Aber gib mir kurz eine kleine Sekunde, Digga. Gerade jetzt knapp 3 Stunden, ohne einmal auf Klo gewesen zu sein.
Okay, Boys. Mal gucken, ob ich in Osu reinkomme. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen erholt. One thousand two hundred DPI. Eine Maushacke irgendwie. Guck mal, habt ihr es gesehen? Die Maus ruckelt, das ist ein bisschen nerviger. Also da, mal, das ist halt. Da, habt ihr es gesehen? Das ist halt unplayable, man. Ich weiß nicht, liegt wahrscheinlich am Stream, denke ich mal. Das ist halt. Da. Man sieht das halt, ne? Das ist halt ein bisschen nervig. Okay, scheiß auf Uso. See you next time.